Ich grüße euch. Ich habe euch heute mitgebracht den Explorian 310 von Vitamix. Das ist ein neues Gerät von Vitamix. Er ist so ein bisschen angesiedelt, so wie der TNC 5200 und dem Prosimer 50. Ich finde, er liegt dazwischen. Auf Papier steht 1000 bis 1200 Watt. Indes finde ich, rein vom Gefühl, ist er stärker. Der Motor ist etwas stärker. Daher tendiere ich doch dazu, dass er ein bisschen mehr Kraft hat als der TNC. Der hat mehr bei Himbeerkernchen und Mango und Zitrone mit Schale und Kernchen. Hat er immer ein bisschen noch was übrig gelassen. Das ist jetzt hier nicht so. Er hat keinen An- und Ausschalter, also auch wie das ältere Modell. Und er hat nicht so eine isolierte Matte. Der Pro 750 hat ja diese Isolierung hier noch ein bisschen erhöht sozusagen. Und aufgrund dessen wärmt sich die Masse nicht so schnell und ist auch nicht so laut. Und ja, was gäbe es noch zu sagen? Ja, er hat diesen 1,4 Behälter gleich da drauf. Das finde ich sehr praktisch. Also sonst musste man sich ja immer einen kleinen Behälter dazu kaufen, wenn ich Brotaufstriche, Mandelmus machen möchte oder Eis. Mindestmenge hier drin wäre so 400 Gramm. Vorher waren es ja dann immer irgendwie so 600 Gramm. Und das habe ich dann in diesem langen Behälter recht schwer rausbekommen. Daher finde ich das sehr praktisch für ein Single-Haushalt oder zwei Personen, oder ich mache einfach immer frisch, dann kann ich den natürlich auch nehmen. Er ist günstiger als die anderen Vitamix-Geräte, das ist natürlich sehr erfreulich, hat aber auch nur 5 Jahre Garantie. 5 Jahre auf Behälter und Motorblock ist natürlich auch gut. Ja, was gäbe es noch zu sagen? Wie bei dem TNC, ne? Also eine Pulsschaltung. Und hier ist ein Ausschalter, ganz schlicht gehalten, ganz einfach. Ich nehme immer so eine Bürste, weil das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dieser Griff ist hier offen, da sammeln sich mal die Wassertropfen nach dem Abwaschen an. Und da habe ich mir so eine Bürste hier besorgt. Aber nur zum Trockenmachen, dass ich die Tröpfchen da wegkriege. Aber das ist ja nur eine optische Sache. Ja, wir legen los. Ich zeige euch, was der kann. Und ihr urteilt selber. So, und hier habe ich meinen kleinen fleißigen Assistenten mitgebracht. Er wird die Geräusche beurteilen. Wie ihr seht, konzentriert er sich schon sehr auf seine Aufgabe. Aus der Stille kommt die Kraft. Habt ihr gesehen? Bela ist auch dabei. Er wird uns nach dem sagen, wie das mit der Geräuschkulisse war. Gut, also, hier haben wir Radieschenblätter, ne, hatte ich gesagt, habe ich mitgebracht. Ich wollte mal was ganz anderes machen. Rezept muss jetzt nicht lecker sein, glaube ich auch nicht. Mit Kohlrabi-Blätter, das ist schon heftig. Aber Kohlrabi-Blätter sind so schön derb, deswegen sollen die heute hier rein. Und da mache ich auch reichlich rein, damit wir wirklich sehen, wie gut der arbeitet. Dann habe ich hier Staudensellerie und packen wir mal alles rein. Ja, also der hat hier heute gut zu ackern, aber wir wollen ja auch gucken, ob der kleine Neue wirklich gut was kann. So, ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Ich mache mal das Obst zum Schluss. Dann nehme ich ein Scheibchen Ingwer als Ganzes. Wie ihr wisst, dann nehme ich eine halbe Zitrone. Klasse. Er hat alles aufgelöst. Himbeerkernchen, Mango, Ingwer, diese Kohlrabi-Stängel. Ja, das ist schon gar nicht mal so einfach. Das ist schon schwer.
Ein bisschen voll, ja. Gut, wir haben uns das angeguckt. Es sieht sehr gut aus, alles aufgelöst. Ich koste. Ein bisschen säuerlich, finde ich gut, aber nicht ablenken vom Geschmack. Es hat sich alles aufgelöst. Die Himbeerkernchen weg, Staudensellerie weg, die Mango-Sachen, die ja immer so ein bisschen faserig oder so wie Watte manchmal sind, auch weg. Und vor allem diese Kohlrabi-Gestängel, alles aufgelöst. Ganz, ganz schön. Hin und wieder spürt man mal vielleicht ein Sandkorn. Wirklich prima. Ganz toll. Ich hatte ihn ja so ungefähr eine Minute 10 laufen lassen. Für eine Masse von 1,2 ist es ja auch doch relativ lang, weil ich sicher gehen wollte, dass er mir auch die Himbeerkernchen aufbricht. Und wie stark erwärmt er sich? Er hat sich ein bisschen erwärmt. Vielleicht 1-2 Grad mehr als ein großer. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Gutes Gerät, abgespeckt worden in seinen Funktionen. Keine Automatikprogramme, kein An- und Ausschalter. Das finde ich allerdings schade, ne? Aber das hatte der TNC auch nicht. Diesen An- und Ausschalter, wer Kinder hat, finde ich das schöner, wenn man das extra nochmal sichern kann. Oder selbst wenn man jetzt irgendwie mit dem Hüftknochen rankommt oder irgendwie, dann ist ja in der Stromverfügung und wenn ich hier ankomme, geht er. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist der Nachfolger von dem TNC, so würde ich ihn bezeichnen, mit etwas mehr Power. Das muss ich ehrlich sagen. Ich finde, der hat mir das besser aufgebracht als der ursprüngliche TNC. Ich bin mit dem Ergebnis begeistert, wirklich begeistert. Er hat gleich diesen 1,4 behindert, finde ich auch ganz, ganz schön. Und sieht auch schön aus, oder? Prost! Bleibt gesund. Oder werdet gesund. Das wünsche ich euch von Herzen.